Dieser Schuh ist wirklich das Formel-1-Fahrzeug unter den Tennisschuhen. The heat is on. Ja, heute mal mit ganz viel Platz hier hinter meinem Pult. Erstaunlich, wie viel Platz ich habe ohne Dirk. Hervorragend. Wie ihr wisst, ist Dirk sehr musikaffin und ja, seit dem letzten Flippers-Konzert für uns unauffindbar. Aber Spaß beiseite, was habe ich für euch da? Lange ersehnt, lange drauf gewartet, Rogers Tennisschuh. Der On Roger Pro. Was gibt es dazu zu sagen? Wir haben ihn als Claycourt-Variante da. Wir haben ihn als Hardcourt-Variante da. Die Damen-Claycourt-Variante. Also, Vorderfuß sehr, sehr breit. Durchgehende Claycourt-Sohle. Torsionsbrücke. Das Feeling vom Schuh ist sehr, sehr direkt zum Boden. Das ist der Schuh, den Roger Federer tatsächlich trägt. Da legt er ganz viel Wert drauf. Ich hatte mal die Möglichkeit in Halle mit Philipp Kohlschreiber und ihm zusammen zu trainieren. Habe mir natürlich dann auch die Schuhe angeguckt. Damals waren es noch Nike. Sehr, sehr individuell angefertigte Schuhe. Und hier, das ist wirklich ein Schuh, den er so 1:1 trägt. Wir haben kleine Gimmicks dabei. Na, wenn ihr das seht hier, guckt mal. Ich knick das mal hoch. Das möchte noch nicht. Zack. Ja, ihr könnt die Schleife machen, den Schuh zumachen, hier oben dann wieder einklicken mit dem Druckknopf. Das ist eine witzige Geschichte. Du hast die Schuhriemen nicht an der Seite raushängen. Was gibt es weiter zu sagen? Wenn ihr einmal unter den All-Court-Schuh guckt, das ist die Sohle, ne? Die ist von Roger entwickelt worden. Aber hört mal hin. Sehr, sehr robust. Ja? Also, für wen können wir den Schuh empfehlen? Der Schuh ist nicht für jedermann was. Ihr könnt das ungefähr vergleichen, wenn wir über Autos reden, das ist ein Formel-1-Wagen. Jemand, der jetzt mit dem K-Swiss-Schuh super klarkommt, sagt, oh, das ist mein Wohnzimmer, der sollte hiervon die Finger weglassen. Die Zielgruppe ist wirklich Leute, breiter Vorderfuß, wettkampforientierte Spieler, die dieses Low-to-the-Ground-Gefühl schätzen. Für die ist der Schuh entwickelt. Nicht unbedingt für denjenigen, der einen Komfortschuh haben möchte oder auf eine etwas höhere Dämpfung steht. Der Schuh ist natürlich gedämpft, aber sehr, sehr direkt am Boden. So, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen kurz ohne Dirk abholen. Wir haben auf den Schuh natürlich jetzt seit Jahren gewartet. Wir sind froh, dass wir mit Tennis Point euch den präsentieren dürfen, dass wir den Launch letzte Woche haben durften. Probiert ihn an, aber wie gesagt, die ganz klare Voraussetzung ist, ihr wollt einen Schuh haben, der sehr direkt ist, der sehr kontrolliert ist, wo ihr den Boden sehr genau kontrollieren könnt mit. Wer einen richtigen Komfortschuh möchte, der wartet dann vielleicht auf die Nachfolgemodelle, die sicherlich auch erscheinen werden. Aber wir sagen erstmal, dieser Schuh ist wirklich das Formel-1-Fahrzeug unter den Tennisschuhen. So, ich hoffe, Dirk ist bald wieder da. Fühle mich schon ein bisschen einsam. Hoffe, ich habe euch nicht zu viel Quatsch alleine erzählt. Wenn ihr Lust habt, ein Like. Kommt rein, probiert die Schuhe an. Wir freuen uns. Bis bald. Advantage You.